Guten Morgen, heute ist Freitag, eigentlich nicht der übliche Schwimmtag für mich, aber ich begleite heute meinen Mann, weil der jetzt auch Lust drauf bekommen hat, im Fjord zu schwimmen. Wir haben heute richtig schönes Wetter, also es ist schreiend blauer Himmel, Sonne, aber so wahrscheinlich minus 1 Grad, also es ist deutlich kälter geworden. Es wird natürlich auch schön kalt werden im Wasser, aber dadurch, dass das Wetter so schön ist und die Sonne auch schon ein bisschen Kraft hat, ja, glaube ich, wird das richtig nett. Ich nehme euch heute mal mit zum Schwimmen. Oh, mit der Sonne sieht es echt aus, als hätte man hier kein Kinn. Naja, gut. Wir sehen uns gleich am Fjord. War gerade einkaufen gewesen und habe hier wieder so einiges mitgebracht und ich hatte ja schon mal ein Video dazu gemacht, wie ungefähr die Preise hier für die Lebensmittel sind. Also es ist schon, ich sag mal, ich habe jetzt hier heute einen Einkauf gemacht für ungefähr eine halbe Woche, für uns vier. Das waren jetzt so 4 Tüten voll und es waren ungefähr, ja, ich würde sagen 240 Euro, die ich bezahlt habe. Allerdings muss man sagen, dass wir zum Beispiel oft so Nussmüsli essen oder eben auch viel Bio-Sachen einkaufen, die natürlich nochmal deutlich teurer sind. Aber so ein Päckchen Müsli oder hier, wenn wir auf dem Schokomüsli, also da sind so dunkle Schokolade mit drin, das ist jetzt auch eigentlich fast das Einzige, was es hier so an Schokomüsli gibt. Und da kostet halt so eine Tüte oder eben so eine Box locker mal 4,80 Euro oder 5 Euro. Das ist halt schon ganz ordentlich. Was ich noch sagen wollte, ist, dass in dem großen Supermarkt, wo wir heute waren, da ist auch ein großer Blumenladen drin. Meester Grön heißt der. Das ist so eine Kette, ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Blume 2000, aber die binden auch Sträuße, man kann da wohl auch Samen bestellen, weil eine Frau vor mir an der Kasse da eben Samenpäckchen abgeholt hat. Und die haben aber auch immer Schnittblumen da. Da ist es zum Beispiel so, dass jetzt heute im Angebot, im Angebot war 2 Sträuße Tulpen für, ich glaube, 17 Euro. Also das ist natürlich für alle, die das gewöhnt sind, bei Rewe mal einen Strauß Tulpen für, weiß ich nicht, 2,50 Euro mitzunehmen. Das ist hier nicht der Fall. Allerdings wollte ich euch zeigen, habe ich trotzdem was mitgenommen. Ich packe es mal aus, jetzt knistert es schön. Und zwar habe ich 2 von diesen kleinen Blumensträußen mitgebracht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also blumenmäßig bin ich so der totale Laie und habe auch tatsächlich einen schwarzen Daumen. Für Blumenpflanzen ist hier mein Mann zuständig, aber ich finde es trotzdem immer ganz schön, gerade wenn es jetzt wie heute wieder so ein bisschen bewölkt ist, ein bisschen Frühling ins Haus zu holen. Also hiervon hat jetzt ein so ein Ding ja, 2,10 Euro gekostet. Und dann habe ich hier diese mitgenommen, weil ich die tatsächlich so gerne mag. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt ganz gut sehen könnt. Das sind ja wie so kleine Beeren drauf. Und jetzt habe ich also für die 3 kleinen Sträuße ungefähr 9 Euro bezahlt. Was ich dann okay finde, weil meine Tochter Liv, die hat sich gewünscht zu Weihnachten, und das ist hier auch so ein Design-Ding, obwohl ich es tatsächlich ein bisschen hässlich finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und zwar sind es diese Vasen. Ich blende euch mal ein, von wem die sind. Die sind hier ganz bekannt und die gibt es hier auch in ganz, ganz vielen Ausführungen.
in anderen Farben auch und unterschiedlichen Größen. Und sie hatte sich eben so ein Teil zu Weihnachten gewünscht. Die sind jetzt auch nicht gerade günstig. Weiß ich gar nicht, was die gekostet haben. Aber die Liv hat diese Vase eben in ihrem Zimmer und dann bringe ich ihr eben auch ganz gerne mal ein Sträußchen mit, weil sie das eben schön findet und sie auch immer guckt, dass sie sich das hier in ihrem Zimmer so ein bisschen schön macht, was ich auch total süß finde und richtig toll finde, dass sie das macht und sich hier dann so schön einlebt. Ja, ich packe jetzt mal hier meine Einkäufe weg. Achso, vielleicht hier nochmal zum Preisthema. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel Blumenkohl, also das Bio-Blumenkohl. Die sind jetzt auch, wie man sieht, nicht so wahnsinnig groß. Da kostet dann einer auch 4 Euro. Also es läppert sich halt tatsächlich ganz gut zusammen. Ja, das war es jetzt hier heute von meinem Einkauf und ich mache jetzt mal die Blumen in die Vasen, packe das Zeug weg und ich dachte, dass ich euch im Rahmen dieses Vlogs auch nochmal mitnehme und wir was zusammen kochen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, die Liv hat da auch von der Schule so ein Rezept, das ist so ein Lapskaus und dann sehen wir uns wieder, wenn wir kochen. So, also ich habe jetzt hier mir die ganzen Zutaten schon mal hingelegt für den Lapskaus, also für diese Gemüsesuppe, da kommen auch noch Würstchen rein, aber man kann natürlich die Würstchen auch weglassen, ganz klar. Ich mache mir das immer so, wenn ich jetzt hier relativ viel Gemüse schneide, dass ich mir hier so einen Teller oder eine Schale nehme, wo ich dann das ganze Grünzeug drin sammle, also die Schalen und alles, was weg kann. Und wir haben hier so einen kleinen grünen Biomüll, wo das dann alles reinkommt und dann hat man das alles nicht irgendwie rumfliegen, sondern direkt hier. Ich fange dann jetzt mal an mit dem Schälen und Vorbereiten. Also wie ihr seht, es kommen rein Zwiebeln, Staudensellerie, eine Stange. Das ist ein Bio-Sellerie, da achte ich beim Sellerie immer ziemlich stark drauf, weil ich gelesen habe, dass der eben ansonsten ziemlich stark belastet ist, wahrscheinlich durch diese Struktur, die er hat, dass sich da Giftstoffe eher drin absetzen. So, also das ist so ein Ding. Nochmal Zwiebel, Möhre, Sellerie, eine Stange Lauch, ein Kohlrabi, ein paar Kartoffeln und noch ein bisschen Weißkohl kommt rein. Und das Ganze wird dann irgendwie, die Zwiebeln und der Lauch wird angebraten im Topf. Und dann kommt das andere Gemüse dazu und dann wird es mit Brühe aufgegossen. Und zu guter Letzt kommen dann noch die Würstchen dazu. Und was sie jetzt in der, also das hat meine Tochter in der Schule gekocht, also quasi hier ein ganz beliebtes Rezept, dieses Lapskaus. Die lernen hier in ihrem sogenannten Mat o Helse, das heißt Mat ist das Essen, Helse ist die Gesundheit. Also die haben jede Woche 3 Stunden Mat o Helse. Da haben sie entweder einen Theorieteil, wo sie über Lebensmittel reden, über Gesundheit von Lebensmitteln, da gegebenenfalls auch Referate halten müssen, auch zum Thema, wie beeinflussen Lebensmittel die klimatischen Entwicklungen. Gerade jetzt beim Fleischkonsum, das finde ich, haben sie hier ganz gut gemacht. Also nochmal für alle, die es nicht wissen, die ist jetzt in der 9. Klasse hier und die haben hier auch eine große Schulküche, wo dann wirklich mehrere Herde sind und Arbeitsflächen, sodass also alle Kinder parallel kochen können. Und sie hatten jetzt auch gerade diese Woche eine praktische Prüfung. Das heißt, alles, was sie jetzt in dem Schuljahr bisher zusammen gekocht haben, mussten sie jetzt in 2 oder 3er Gruppen alleine nachkochen und das wurde dann bewertet, was ich auch ganz cool fand. Also sie konnten dann die Rezeptkarten hingelegt und sie mussten eine ziehen und das Gericht mussten sie dann machen. Wenn sie es nicht im praktischen Teil machen, dann haben sie eben Theorieteil, wo sie eben über theoretische Sachen zum Kochen, zur Ernährung, Hygiene und so weiter sprechen. Also das nimmt hier einen wichtigen Teil ein und die kochen vor allem eben auch Rezepte, die jetzt hier in Norwegen sehr beliebt sind. Das ist dieses Lapskaus-Rezept. Sie haben ein Käsesoufflé gemacht, was ich persönlich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig fand, wobei ich ein Soufflé tatsächlich auch recht schwierig finde, also zum Kochen. Sie machen Frikadellen, sie haben Falafel gemacht. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, was sie machen und sind auch immer Gerichte, wo sie wirklich 2 bis 3 Stunden beschäftigt sind, zu mehreren in der kleinen Gruppe. Finde ich aber ganz cool. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich schnippel den Kram jetzt mal durch und dann nehme ich euch einfach noch mal so ein bisschen mit und dann gucken wir mal, wie es wird.
So, jetzt habe ich den Kram erstmal soweit vorgeschnippelt. Ich habe mir jetzt hier noch einen zweiten Teller geholt. Da kommt jetzt das klein geschnittene Gemüse rein. Ich fange mal hier mit den Kartoffeln an. Also ich finde immer mit solchen Eintopfrezepten ist man sowieso grundsätzlich recht flexibel, wie man das dann gestaltet, je nach Geschmack. Und das finde ich dann immer das Schöne, dass es dann eben auch so ein bisschen um die Kreativität, um die persönliche Kreativität bei dem Kochen geht. Also was mag man und wie kann man jetzt beispielsweise das Rezept anpassen und dann, ja. So, bevor ich jetzt den ganzen Kram in den Topf mache, wollte ich euch das nochmal zeigen. Das ist jetzt hier quasi das Rezept. Ich habe es jetzt hier auf dem iPad, weil es mir meine Tochter praktisch per WhatsApp geschickt hat. Und das ist jetzt natürlich auch ein norwegisches Rezept. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal im Grunde genommen alles übersetzen, was ich total gut finde, weil ich dadurch natürlich viele Begriffe lerne. Also jetzt, was weiß ich, Gulrøtt ist die Karotte. Ja, und so kommt man ja auch in seinem Wortschatz weiter. Unabhängig von dem Rezept von der Liv jetzt, habe ich mir hier dieses Buch gekauft. Das nennt sich Trines Werkdagsmat. Das ist die Trine Sandberg, hat dieses Buch geschrieben. Und Werkdagsmat ist quasi ja, Wochentagsessen. Und da sind eigentlich ganz schöne Rezepte drin. Und auch ganz gut erklärt, eben auch alles in Norwegisch. Und ich habe mir es eben deswegen gekauft, weil ich es eben praktisch finde, mit solchen Kochbüchern auch so ein bisschen den Wortschatz zu erweitern. Und man bekommt natürlich auch so ein Gefühl so ein bisschen für die Essenskultur. Hier sind natürlich auch viele Fleisch- und Fischrezepte drin. Also Norwegen eignet sich für Veganer, sag ich mal, nur sehr eingeschränkt. Also es ist schon nicht so einfach, vegane Sachen zu bekommen, also in Lokalen sowieso. Im Supermarkt geht es, aber es ist natürlich überhaupt kein Vergleich zu der Auswahl, die man mittlerweile in Deutschland hat. Unabhängig davon kann man natürlich sich trotzdem vegetarisch und vegan hier ernähren, aber es ist eben ein bisschen komplizierter. So, und in den klassischen Kochbüchern, die jetzt auch nicht faktisch auf vegan oder vegetarisch ausgelegt sind, sind eben viele Fleisch- und Fischrezepte drin. Weil Fisch ist eben hier auch ein großer Bestandteil der Küche, Lachs und auch Torsk. Ich weiß gar nicht genau, was das für ein Fisch ist. Das ist so ein Weißfisch. Ja, wenn ihr Lust habt, schreibt mir doch mal runter in die Kommentierungen, ob ihr Lust habt, dass wir hier auch nochmal gemeinschaftlich was aus diesem Kochbuch kochen. Ich hatte hier schon mal, als wir Gäste hatten, diesen Nachtisch hier gemacht. Das war Blaubeeren, ja, wie so eine Art Blaubeer-Auflauf, oben mit so Crumble drauf. Das war extrem lecker. Also wenn ihr wollt, könnt ihr den nochmal zusammen kochen oder irgendwas anderes daraus. Schreibt einfach mal unten rein, ob euch das interessiert, ob wir hier weiter ein bisschen kochen sollen oder eben nicht. Gut, ich mache jetzt mal hier weiter, damit wir nachher gleich was auf dem Mittagsessentisch stehen haben. Ich finde, wenn so viel Gemüse da drin ist und eben auch ja, Kohlarten wie Kohlrabi oder Weißkohl, dann mache ich immer auch ein bisschen Kümmel mit rein, weil es das einfach ein bisschen bekömmlicher macht. So, den Weißkohl habe ich jetzt auch noch angeschnitten. Ja, meistens kann man ja auch das Gemüse gut mit Küchenmaschine schneiden, aber ehrlich gesagt bin ich meistens ein bisschen zu faul dafür, die ganzen Sachen dann wieder zu spülen, die ich brauche. Ja, jetzt habe ich das so ein bisschen
anbraten, das Gemüse. Und dann kommt Wasser und Brühe drauf und dann wird das erstmal so 15 bis 20 Minuten köcheln gelassen. So, ich habe jetzt Wasser und Brühe drauf gemacht. Ich das noch mal ein bisschen hochdrehen, damit es richtig anfängt zu köcheln. Ich muss mal gucken, ich habe jetzt mehr Gemüse gemacht, als eigentlich im Rezept vorgegeben war. Deswegen muss ich das dann nachher noch mal abschmecken mit der Brühe und den Gewürzen, dass es dann nicht zu fad ist. Aber jetzt lassen wir es erstmal ein bisschen köcheln. Wie ihr seht, haben wir heute richtig schöne Sonne, aber der Schein trügt, denn es sind ungefähr 2 Grad und es ist ein ziemlich kalter Wind. Aber dennoch macht die Sonne natürlich schon richtig Lust auf Frühling. Und ich war heute in der Stadt gewesen. Eigentlich hatte ich jetzt vor, eine Laufhose zu kaufen, weil ich wieder mit dem Laufen angefangen habe, habe aber leider überhaupt nichts Gescheites gefunden und bin dann mal wieder bei Zara reingegangen. Und dann wollte ich euch kurz zeigen, was ich da mitgenommen habe. Das sind eigentlich mehr so Basic-Geschichten. Also einmal ein ganz normales weißes Tanktop, was aber eine sehr schöne, dünne Baumwolle hat. Also es fühlt sich ziemlich gut an für Zara-Verhältnisse und deswegen habe ich das mal mitgenommen. Als nächstes, ja, typische Basics, T-Shirts, und da haben die im Moment wirklich viel Auswahl und viele schöne unterschiedliche T-Shirts. Also ich habe jetzt hier so ein graues mitgenommen, was so ein bisschen ausgestellten Ärmel hat und hier eben auch so ein kleines Bündchen am Ärmel. Das fand ich jetzt schön für Frühjahr, Sommer. Dann mochte ich die Farbe hier gerne, das ist jetzt wirklich so ein Barbie-Rosa eigentlich. Hier ist der Ärmel jetzt ganz normal, das ist jetzt so ein ganz wirklich basic T-Shirt. Und bei dem hier bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, ob ich das behalte. Das ist ein T-Shirt mit so einem Rollkragen. Hier oben ist aber T-Shirt-Ärmeln, ist auch eine recht dicke Baumwolle, also dicker als die anderen beiden. Was natürlich ganz gut ist, weil wenn es ein bisschen dicker ist, bleibt es ja eigentlich besser in Form. Und ich finde eigentlich diese T-Shirts super gut, wenn man jetzt gerade auch wie jetzt hier zum Beispiel irgendwie so ein Jeanshemd trägt oder mal eine Strickjacke drüber trägt oder mit einem Blazer, dann sind die halt einfach sehr, sehr gute Basics. So, und dann habe ich noch einen Pullover mitgenommen, wo ich auch noch nicht sicher bin, ob ich den behalte. Ja, das ist so ein beiger Strickpullover und der hat aber hier unten jeweils 1, 2 so, wie so eine Art Gürtel, die man dann nochmal unten einmal um sich rumwickeln kann oder nur hinten verschließen kann. Fand ich aber jetzt ganz schön als Basic, auch vielleicht zu einer Leinenhose. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es hier in Norwegen auch im Sommer gegen Abend eventuell nicht so wahnsinnig heiß ist und man da natürlich so einen, sag ich mal, Basic-Pullover auch ganz gut gebrauchen kann, der vielleicht auch noch ein bisschen was anderes hermacht. Ja, also das war jetzt mein ganz kleiner Zara-Haul. Dieses Jeanshemd übrigens, das habe ich mir in Deutschland von COS mitgenommen. Das habe ich jetzt auch schon richtig oft angehabt, seit wir zurück sind. Das liebe ich auch sehr, das finde ich sehr schön, weil es auch diese dunkle Jeansfarbe hat und damit jetzt auch wieder für den Frühjahr und fürs Sommer eigentlich total gut kombinierbar ist als eben Bluse, Hemd oder eben auch als Jackenersatz oder so. Also ich glaube, dass ich das tatsächlich ganz oft anziehen werde. Und dann war ich noch in der Parfümerie und habe das hier mitgenommen. Und zwar ist das, ich weiß nicht, ob es einige kennen, Drunk Elephant. Das ist eine Marke, die hatte ich schon in London entdeckt. Und diese Creme wollte ich eigentlich in London auch kaufen, war damals aber ausverkauft. Ich konnte sie in dem Laden nicht mitnehmen. Und jetzt hat Drunk Elephant quasi in Norwegen die Marke gelauncht. Die ist jetzt seit 2 oder 3 Tagen hier in den Parfümerien erhältlich. Und was mir, also die sind recht hochpreisig, die hat jetzt 790 Kronen gekostet, das sind so 75 Euro, 72 Euro, ist schon ordentlich für eine Creme. Ich wollte sie jetzt mal ausprobieren, was ich hier wiederum mag. Wer hier lange zuguckt, weiß Bescheid, sie ist ohne Duft, so sieht die aus.
Es gibt natürlich sehr, sehr unterschiedliche Varianten jetzt auch. Es gibt noch reichhaltiger, weniger reichhaltiges ganze Programm. Die haben auch klassischerweise ein sehr knalliges Aussehen. Also die Töpfchen haben dann immer sehr unterschiedliche Farben, je nachdem, welche Sorte von Creme man eben benutzt. Und was ich jetzt hier bei der ganz toll finde, ist, ich habe sie jetzt, wie gesagt, noch nicht benutzt, die hat hier oben diesen Punkt im Deckel und dann ist es im Prinzip so, dass man hier so drauf drückt und die Cremeportion hier rauskommt und man die dann hier abmachen kann. Was ich allein deswegen finde ich das System schon so total genial, weil ich das richtig cool finde, wenn ich nicht immer mit dem Finger in den Cremetopf rein muss oder eben dann die Creme unterm Fingernagel hängt oder so und man dann ja auch oft Bakterien mit in die Creme reinbringt und so ist es einfach eine super saubere Lösung. Ich finde, die Creme fühlt sich sehr schön an auf der Haut, riecht nicht und ja, das ist jetzt eben mein neuester Kauf pflegemäßig und freue mich drauf, dass es das jetzt hier in Norwegen gibt. Ja, das war jetzt hier mein kleiner Weekly Vlog. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar hier unten drunter oder schreibt auch drunter, was euch noch interessiert oder ihr gerne sehen wollt. Und dann wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche und wir sehen uns im nächsten Video wieder.